fahren, die auch kleine Leute. Ja, ich wollte extra in die großen fahren. Die 200.000 Einwohner zählende Stadt Basel liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Sie wird dabei von einem knapp 80 Kilometer langen Straßenbahnnetz durchzogen. Aufgrund ihrer grenznahen Lage gibt es auch einige internationale Straßenbahnlinien. Ansonsten ist das Netz sehr modern mit neuen Fahrzeugen und vielen sehr gut ausgebauten Trassierungen gestaltet worden. Auch einige Überlandlinien existieren im Netz, welche in ihrer Besonderheit durch einen zweiten Betreiber existieren. Wenn man nach Basel reist und dies mit dem Zug tut, dann wird man vermutlich meist am Badischen Bahnhof in Basel ankommen, sofern man mit dem Regionalverkehr unterwegs ist, mit den Fernzügen am Bahnhof Basel SBB. Dort liegt im Vorfeld des Bahnhofes auch die flächenmäßig größte Straßenbahnhaltestelle der Stadt. Allerdings fahren hier bei weitem nicht die meisten Straßenbahnlinien der Stadt. Insgesamt verkehren hier 5 Straßenbahnlinien. Die Straßenbahnlinie 1 hat am Bahnhof SBB sogar ihren Endpunkt. Sie wendet dabei in einem großzügig angelegten 180 Grad Gleisbogen und fährt dabei von der jeweils äußersten Haltestelle der Station zur anderen Seite. Am Bahnsteig in Blickrichtung Süden verbringt die Linie 1 dann ihre Wendezeit. Sie fährt dann von hier aus zur 3 Rosenbrücke. An den Gleisen 2 und 3 von West nach Ost aus gesehen halten die Straßenbahnlinien 2 in beide Richtungen und die Linie 8 in Fahrtrichtung Süden. Beide Haltestellenanlagen sind im Gegensatz zu den beiden äußersten Gleisen 1 und 6 auf der gesamten Länge vollständig überdacht. An Gleis 3 an schließt sich dann ein breiter Mittelbahnsteig, der bis auf Gleis 4 reicht, wo auch eine kleine Freifläche ohne Überdachung in der Mitte existiert. Um den Bereich aufzulockern bzw. zu verschönern, wurden hier einige Pflanzenkübel, teilweise mit Grün, teilweise auch mit Blumen, aufgestellt. Gleis 5 und 6 sind für die Bahnen von BLT, also von Baselland Transport, die Linien 10 und 11 reserviert. Im Berufsverkehr sind diese so häufig unterwegs, dass die beiden Gleise für sie alleine auch nötig sind. Neben der Linie 1 als Endhaltestelle nutzt auch die Linie 8 Gleis 6 als Ein- und Ausstiegshaltestelle. Diese endet allerdings nicht hier, sondern fährt weiter geradeaus in Richtung Innenstadt. Insgesamt gibt es in Basel allerdings nicht 5, sondern 10 regelmäßig verkehrende Straßenbahnlinien. Hinzu kommen noch 3 Verstärkerlinien. Wie das Netz somit konkret aussieht, schauen wir uns nun einmal an. Die Linie 1 verbindet den Bahnhof Basel SBB mit der 3 Rosenbrücke. Zu Verstärkerfahrten wird sie teilweise auch über den Bahnhof SBB hinaus zum Badischen Bahnhof verlängert. Die Linie 2 verbindet im Regelverkehr den Kronenplatz in Binningen mit Eglisee. Auch sie wird teilweise darüber hinaus bis Riehendorf verlängert. Die Straßenbahnlinie 3 verbindet auf 9,5 Kilometern Länge mit 25 Stationen den Bahnhof des in Frankreich gelegenen Ortes Saint-Louis mit Birsfelden-Hart. Die Linie 6 ist die längste Linie der städtischen Straßenbahnlinien und verbindet Altschwildorf mit Riehengrenze auf 12,6 Kilometern Länge mit 35 Stationen. Die Linie 8 verbindet den Bahnhof von Weil am Rhein in Deutschland mit der Neuweiler Straße. Einige Takte verkehren allerdings nicht über die Grenze weiter bis Weil am Rhein, sondern enden bereits in Kleinhüningen. Die Straßenbahnlinie 10
ist eine Linie von BLT, also von Baselland Transportbetrieben, und somit ist sie auch eine überlandgeführte Linie, welche mit 26 Kilometern Länge auch insgesamt die längste Linie im Basler Straßenbahnnetz darstellt. Sie verbindet Dornach Bahnhof mit Ettingen Bahnhof und wird dabei auch darüber hinaus bis Rodersdorf Station verlängert. Auch die Linie 11 wird von BLT betrieben und verbindet Eschdorf mit Saint-Louis-Grenze. Die Linie 14 ist wieder Teil der städtischen Straßenbahnbetriebe der BVB und sie verbindet die Dreirosenbrücke mit Pratteln-Schlossstraße. An der Dreirosenbrücke wechseln immer die Kurse der Linie 1 auf die Linie 14 und umgekehrt, ohne dass sie hier längere Wendezeit verbringen. Gleiches findet auch bei den Straßenbahnlinien 15 und 16 am Bruderholz statt. Die Linien 15 und 16 verbinden beide das Bruderholz mit der Schifflände. Die Linie 15 fährt vom Bruderholz aus zum Messeplatz, wobei sie ab Bankverein eine Art Ringverkehr aufrechterhält. Und dabei werden allerdings auf der Fahrt in Richtung Innenstadt unterschiedliche Strecken genutzt. Die Linie 15 fährt dabei über Bruderholzstraße, Denkmal und Eschplatz, während die 16 über Zwinglihaus und Markthalle verkehrt. Zusätzlich gibt es noch die Verstärkerlinien 11E Theater Rheinach Süd, 17 Ettingen Bahnhof Schifflände Wiesenplatz und 21 Bahnhof St. Johann Badischer Bahnhof, welche dann nur teilweise meistens im Berufsverkehr verkehren. Zu unterscheiden sind die Linien und Fahrzeuge von Baselland Transport, also BLT, und der BVB, der Basler Verkehrsbetriebe, recht einfach. Die BVB verwendet dabei nämlich auf ihren Fahrzeugen eine vorwiegend dunkelgrüne Lackierung bzw. Beklebung. Im Gegensatz dazu sind die Fahrzeuge von BLT in Gelb mit roten Zierstreifen unterwegs. Die Fuhrparks beider Betriebe sind auch vollständig voneinander getrennt und unterscheiden sich auch, was die Fahrzeugtypenvielfalt angeht. Durch die schöne und historisch gewachsene Innenstadt von Basel führt eine wichtige Straßenbahnstrecke, an der auch viele wichtige Umsteigeknotenpunkte liegen. Der wichtigste von ihnen allen ist die Haltestelle Bankverein. Insgesamt 7 Straßenbahnlinien verkehren durchgängig den ganzen Tag an dieser Haltestelle. Im Optimalfall können hier bis zu 9 Linien verkehren, wenn die Linie 1 bis zum Badischen Bahnhof verlängert ist und die Linie E11, welche im Berufsverkehr unterwegs ist, hier ebenfalls anhält. Insgesamt gibt es hier 2 Haltestellenbereiche. Die Linie 2 hat hier einen extra Haltestellenbereich, wo nur sie alleine bzw. auch die Linie 1 hält. Dieser liegt hier in der Elisabethstraße und ist mit einem Wartehäuschen sowie einem Digitalanzeiger für die nächsten Abfahrten ausgestattet. In der Mitte des Platzes bzw. der Straßenkreuzung liegt dann auch eine große Gleiskreuzung. An der zweiten hier liegenden Haltestellenanlage halten dann alle 6 weiteren Straßenbahnlinien. Da quasi alle Straßenbahnlinien in Basel in der Woche im 7-Minuten-Takt verkehren und um hier ein so hohes Verkehrsaufkommen an Straßenbahnzügen zu bewältigen, gibt es hier eine Doppelhaltestelle. Es halten hier insgesamt die Straßenbahnlinien 3, 8, 10, 11, 14 und 15. Aufgrund dessen, dass es hier ein höheres Verkehrsaufkommen gibt, gibt es hier auch eine größere Digitalanzeige mit 2 Spalten für die Abfahrten. Allerdings sind die Bahnsteige der Straßenbahn hier relativ eng gehalten, dass es oftmals zu Gedränge kommt. Ähnlich wie am Bankverein halten auch am Barfüßerplatz insgesamt 7 Straßenbahnlinien. Anstatt der Linien 10 und 2 halten hier allerdings zusätzlich die Linien 16 und 6. Das Interessante an dieser Haltestelle ist, dass sie in der Abfahrt Richtung Bankverein in einer leichten Kurve liegt. Zusätzlich gibt es hier auch noch ein Haltestellengebäude, in dem sich das BVB-Kundenzentrum befindet. In der Straße Kohlenberg liegt auch die Haltestelle der Linie 3, welche nicht an der großen Haltestelle direkt auf dem Barfüßerplatz hält. Vom Barfüßerplatz selbst sind es auch nur wenige hundert Meter zu Fuß den Berg hinauf zu einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, dem Basler Münster.
Errichtet wurde das Kirchengebäude im gotischen und romanischen Stil zwischen dem Jahre 1019 und 1500 nach Christus. Geprägt wird es im Äußeren durch seine zwei Kirchtürme, welche eine Gesamthöhe von 67,3 Metern aufweisen. Eine Aussichtsplattform befindet sich auf 48 Metern. Wenn man dann vom Münsterberg aus wieder hinunter in die Innenstadt geht, landet man dann am ringsum von historischen schönen Gebäuden umringten Marktplatz mit dem herausstechenden Basler Rathaus. Das durch die Errichtung im roten Sandstein recht auffällige Gebäude entstand im Zeitraum zwischen 1504 und 1514. Nicht nur von außen, vor allen Dingen auch im Innenhof, kann man dabei viele schöne, auch teilweise historisch erhaltene Gemälde erkennen, sowie auch Holzschnitzereien und Bauwerke. Auch einige Statuen sind zu finden. Auch bei der Dachgestaltung wurde Wert auf Auffälligkeit gelegt, sodass die Ziegel der Dachkonstruktionen bunt gehalten wurden. Basel ist neben diesen Sehenswürdigkeiten aber vor allen Dingen auch für seine vielen Museen, wie das bekannte Kunstmuseum und die Kunsthalle oder das Historische Museum Basel sowie die Spielzeugwelten bekannt. Wir wollen nun noch auf eine weitere stark frequentierte Station in der Innenstadt einen Blick werfen, allerdings hier vor allen Dingen aufgrund ihres interessanten Aufbaus. An der Station Eschplatz treffen nämlich Straßenbahnstrecken aus drei unterschiedlichen Richtungen aufeinander. Somit gibt es hier auch drei unterschiedliche Haltestellenbereiche mit 6 Bahnsteigen. Es gibt hier eigentlich sogar 10 Bahnsteiggleise, die allerdings nicht alle im Regelverkehr genutzt werden. Die Haltestellenanlage erstreckt sich somit über den ganzen Platz. Daran herumgeführt werden die Straßenanlagen für den Individualverkehr. Die vom Bahnhof SBB kommenden Linien 8, 10 und 11 ist die Situation recht einfach. Diese halten an 2 gegenüberliegenden Bahnsteigen. Bei der Ausrichtung Süden bzw. in Richtung Süden fahrenden Linie 15 ist die Situation schon etwas interessanter. Ihre Bahnsteigsanlagen sind nämlich nicht vollständig erhöht, da hier eine Querspange, welche die Strecken, welche dann in Richtung Osten und Westen verlaufen, in 2 Teile trennt. Westlich davon erstreckt sich noch ein großes Haltestellenterminal, wo dann noch die Linien 3 und 14 halten. In die Gegenrichtung halten sie in der Kurve. Alle 6 Linien verkehren in Richtung Innenstadt weiter gemeinsam auf der Straße Eschenvorstadt zum Bankverein. Wenn man an die Schweiz denkt, wird man sie vermutlich aufgrund ihrer Lage auch mit Bergen in Verbindung bringen. Und obwohl Basel nicht direkt in den Schweizer Alpen liegt, gibt es hier auch eine Straßenbahnstrecke, die im Bergigen verläuft. Der Stadtteil Budeholz im Süden der Stadt liegt nämlich knapp 100 bis 150 Meter oberhalb der restlichen Stadt. Der höchste Punkt des Stadtteils liegt hier auf 391 Metern über normal Null. Um den vor allen Dingen durch viel Grün und Einfamilienhäuser geprägten Stadtteil auch per Nahverkehr zu erschließen, gibt es hier recht interessante Streckenkonstruktionen für die Straßenbahn. Zwischen den Haltestellen Leimgrubenweg und Hechtliacker windet sich auf der Linie 16 die Strecke in mehreren Serpentinen den Berg hinauf und hat teilweise starke Anstiege. Auf Höhe der Haltestelle Jakobsberg überwindet sie dabei sogar eine 180-Grad-Kurve. Die Strecke, welche hier verläuft, ist größtenteils auf eigenem Gleiskörper angelegt worden. An der Haltestelle Bruderholz, wo sich auch ungefähr der höchste Punkt der Strecke ansiedelt, ist dann immer Übergang von der Linie 15 auf die Linie 16 bzw. umgekehrt. Somit existiert hier keine Wendeschleife, sondern nur eine durchgehende Tramstrecke. Auch auf dem Streckenabschnitt der Linie 15 findet sich eine interessante Haltestelle, die dann schon wieder auf der Fahrt bergab liegt. Diese trägt den Namen Wolfsschlucht. Wie der Name schon vermuten lässt,
liegt die Haltestelle tatsächlich in einer leichten Senke auf einer komplett unabhängigen Straßenbahntrasse. In die Wohngebiete rechts und links der Straßenbahnstrecke führen Treppenaufgänge. Das dichte Grün, was hier die Haltestelle und die Straßenbahnstrecke umgibt, lässt auch bei Tageslicht die Station etwas dunkler wirken. In Blickrichtung Norden hat man von hier aus allerdings einen schönen Blick auf die Stadt. Mindestens genauso idyllisch wie die Streckenführung in Bruderholz sind auch einige Abschnitte auf den Überlandlinien 10 und 11. Besonders herausstechen dabei die etwas weiter außerhalb der Stadt gelegenen Streckenabschnitte. So führt zum Beispiel auf der Linie 10 Richtung Ettingen bzw. Rodersdorf die Strecke ab Terwil auch teilweise über unbebautes Gebiet entlang von Feldern und Wiesen. Vor der Haltestelle Ettingen Bahnhof findet man auch einige schöne Motive entlang der Strecke, wo man Berge im Hintergrund mit aufs Bild bekommt. In Ettingen Bahnhof wird dann der 7,5 Minuten Takt auf der Strecke gebrochen. Von hier aus fährt dann nur jeder zweite Zug über Ettingen hinaus. Dafür gibt es hier auch eine Wendeschleife, da die bei BLT eingesetzten Fahrzeuge ausschließlich Einrichter sind. Bei diesen Triebwagen handelt es sich um Fahrzeuge des Typs BE6-10 Tango des Schweizer Herstellers Stadler. Insgesamt 38 Fahrzeuge wurden von diesem Typ zwischen 2008 und 2016 an Baselland Transport ausgeliefert. Sie besitzen dabei 6 Wagen mit insgesamt 10 Achsen. Der Boden oberhalb der Achsen im Innenraum ist hier leicht erhöht im Vergleich zu den Einstiegen. Dieser wird insgesamt an 8 Türen gewährleistet. Bis auf die Wagen 2 und 5 finden sich in jedem Wagen immer 2 Doppelschwenktüren. Dies sorgt für einen schnellen Fahrgastwechsel. Die Fahrzeuge besitzen eine Länge von 45 Metern und können eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreichen. Im Inneren weisen die Fahrzeuge einen sehr hohen Reisekomfort auf. Bei den längeren Reisestrecken, die die Fahrzeuge überwinden im Netz, ist dies durchaus vom Vorteil. Auszeichnen tun sich die Fahrzeuge durch sehr bequeme Sitze und ein gut gestaltetes Lichtkonzept. Zudem sind die Fahrzeuge auch sehr laufruhig. Im hinteren Teil des Fahrzeugs gibt es eine Art Sofaecke, welche auch mit breiten Panoramafenstern so angeordnet ist, dass man hier einen sehr schönen Blick nach hinten hat. Die Linien 10 und 11 können im Regelverkehr ausschließlich mit diesen Fahrzeugen bedient werden. Die Verstärkerlinie 17 wird noch mit älteren Fahrzeugen bestückt. Hier kommen dann meist Fahrzeuge vom Typ BE4-8 zusammen mit dem kürzeren BE4-6 im Zugverband zum Einsatz. Diese wurden zwischen 1978 und 1981 gebaut. Der Fahrzeugtyp BE4-8 weist dabei ein Niederflurmittelteil auf. Allerdings sind diese Fahrzeuge nur noch im Berufsverkehr in Basel zu beobachten. Deshalb konnte BLT auch eine Menge dieser Fahrzeuge bereits nach Deutschland, nach Gotha abgeben, womit dort der Niederfluranteil durch die Niederflurbereiche in der Mitte der Fahrzeuge erhöht werden soll. Optisch sehr ähnlich sehen die Fahrzeuge den vierachsigen, bei BVB in Betrieb befindlichen BE4-4 Triebwagen. Von diesen Wagen wurden im Zeitraum zwischen 1986 und 87 insgesamt 26 Stück gebaut, welche von Schindler und BBC hergestellt wurden. Ein Motorwagen ist dabei 14 Meter lang. Er verfügt über Falttüren, welche noch eine zusätzliche Trittstufe besitzen und davon insgesamt 3 Stück. Die erste Tür des Wagens ist dabei eine schmalere. Während die Frontmatrixen noch aus Rollbandanzeigern bestehen, wurden im Heck bereits LCD-Zielanzeigen verbaut. Die Fahrzeuge können eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h erreichen. Im Innenraum findet man insgesamt Platz für 100 Fahrgäste. Davon finden 70 einen Stehplatz und 28 einen Sitzplatz.
Eingesetzt werden die Vierachser meist in einem dreiteiligen Zugverband mit einem weiteren Wagen selbiger Bauart und dazwischen einem Niederflurbeiwagen. Nach aktuell letztem Stand waren diese im Sommer 2020 größtenteils auf der Linie 6 zu finden, mit nur einem Beiwagen auch auf der Verstärkerlinie 21. Zwischen 2000 und 2002 erhielt Basel seine ersten vollständig niederflurigen Fahrzeuge. Sie stammten vom Hersteller Siemens und wurden unter dem Produkttypen Combino vermarktet. Insgesamt 28 Stück wurden dabei ausgeliefert. Bei der BVB sind sie unter der Typenbezeichnung BE6-8 unterwegs. Die siebenteiligen Fahrzeuge mit 8 Achsen weisen insgesamt eine Länge von 42,8 Metern auf und zählten zur Auslieferung zu den längsten seiner Art. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt insgesamt 65 km/h. Während die Fahrzeuge zur Auslieferung noch in mintgrün gestaltet waren, wobei heute auch noch einige Fahrzeuge in dieser Optik unterwegs sind, konnten einige Fahrzeuge einer Modernisierung unterzogen werden, sodass sie heute in redesignter Form durch die Stadt unterwegs sind. Dabei haben die Combinos auch ein schwarzes Fensterband, welches sich sowohl an der Front und am Heck präsentiert, sowie auch an den Seitenfenstern. Hinzu kommt ein weißer Zierstreifen, welcher an der Front und am Heck geschwungen ist. Im Innenraum finden insgesamt 90 Menschen einen Sitzplatz, 9 weitere auf Klappsitzen in den Mehrzweckbereichen. Insgesamt finden im Innenraum 262 Menschen einen Platz, da 163 weitere Personen einen Stehplatz ergattern können. Um noch mehr Platz und Kapazitäten in Basel zu erreichen, baute Bombardier und lieferte aus ab 2014 bis 2016 Fahrzeuge vom Typ Flexity für Basel. Dabei besitzt dieser Fahrzeugtyp insgesamt 7 Wagen. Zwischen 2016 und 2017 wurde ein optisch gleicher, fünfteiliger Fahrzeugtyp auch noch ausgeliefert, welcher dann auf den Linien 15 und 16 sowie 21 eingesetzt wurde. Die siebenteilige Variante stellt mit insgesamt 44 gebauten Fahrzeugen den größten Anteil eines Fahrzeugtyps im Basler Fuhrpark. Mit 42,9 Meter Länge sind sie auch die längsten im Fuhrpark der Basler Verkehrsbetriebe. Die fünfteiligen Fahrzeuge weisen dabei eine Länge von 31,6 Metern auf. Von ihnen wurden insgesamt 17 Stück bestellt. Eingesetzt werden diese Fahrzeuge im gesamten Basler Straßenbahnnetz auf allen Linien, die von BVB betrieben werden. Als Besonderheit werden auf der Linie 3 nur diese Fahrzeuge eingesetzt. Auch der Innenraum präsentiert sich sehr modern. Hier findet man eine stark von Holzoptik geprägte Gestaltung. Sowohl die Sitze als auch Anlehnflächen präsentieren sich hier in dieser Gestaltungsform. In der fünfteiligen Variante finden insgesamt 56 Menschen einen Sitzplatz sowie 127 weitere einen Stehplatz und in der siebenteiligen Variante 82 Menschen einen Platz zum Sitzen sowie 174 Menschen einen zum Stehen. Von der Lackierung her präsentieren sie sich ähnlich zu den modernisierten Combinos. Insgesamt 3 grenzüberschreitende Linien und 2 weitere, welche direkt an die Grenze fahren, existieren im Basler Straßenbahnnetz. Da wollen wir jetzt auch noch einen genaueren Blick drauf werfen. Ein wichtiger Teil für die gesamte Region von Basel und das Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz ist natürlich auch die länderübergreifenden Strecken. Neben der Linie 6, welche bis nach Rhin-Grenze an die Grenze nach Lörrach fährt, und die Linie 11, welche nach Saint-Louis-Grenze an die französische Grenze fährt, gibt es auch 2 über die Grenze hinweg verkehrende Straßenbahnlinien. Mit der von 2008 bis 2014 errichteten und im Dezember 2014 eröffneten Strecke von Kleinhüningen nach Weil am Rhein Bahnhof entstand die erste grenzübergreifende Straßenbahnstrecke seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa.
Insgesamt 104 Millionen Schweizer Franken kostete das Projekt, wobei auch zwei neue Brücken entstanden. Auf der 2,6 Kilometer langen neu gebauten Strecke entstanden insgesamt 5 neue Haltestellen. Dabei neben der Haltestelle an der Grenze auch die Haltestelle auf Schweizer Seite Kleinhüninger Anlage. Auf deutscher Seite gibt es dabei 3 Haltestellen. Die Dreiländerbrücke, Riedelstraße, Kesselhaus und die Endhaltestelle Weil am Rhein Bahnhof Zentrum. Diese liegt direkt oberhalb des Bahnhofs von Weil am Rhein, somit bieten sich hier günstige und einfache Umsteigewege. Gut genutzt wird die Straßenbahnlinie vor allen Dingen an Wochenenden, da hier die Schweizer zum Einkaufen nach Deutschland die Straßenbahnlinie 8 gut frequentieren. Von der ehemaligen Endhaltestelle Waldighofer Straße bzw. Burgfelden Grenze führt sie heute über den Burgfelder Hof, wo sie dahinter die Grenze zu Frankreich überschreitet und besitzt damit insgesamt 5 weitere Haltestellen, wovon 4 in Frankreich liegen. Am Burgfelder Hof endet jeder zweite Kurs, sodass nach Gare de Saint-Louis nur ein 15-Minuten-Takt herrscht. Bis auf den Bereich in der Avenue General de Gaulle verläuft die Strecke vollständig auf eigenem Gleiskörper. Von der jetzigen Endstelle ist übrigens eine Verlängerung zum Euro-Airport Basel-Mulhouse-Freiburg angedacht. Auch Pläne für weitere grenzüberschreitende Strecken gibt es, so zum Beispiel die Verlängerung der Linie 11 nach Uneing bzw. zum Bahnhof Saint-Louis-Est. So, und damit danke ich euch wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, die Dokumentation über die Straßenbahn von Basel hat euch wie immer sehr gut gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar unter diesem Video. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, immer in 2 Wochen wieder zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.